Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. Okay, wir haben in der letzten Aufnahmesession die, wie heißt sie nochmal, Rote Wüste? Ja, Rote Wüste, nicht Rote Einöde. Hinter uns gebracht. Sind jetzt auf den Markt zurückgekehrt, um ein paar Sachen zu verkaufen. Und abzugeben. Also die ganzen Sachen für Barbados. Wie ich sehe, habt ihr vier Froschleder gefunden. Könnte ich sie haben? Natürlich. Ihr nehmt. Wunderbar. Ihr seid eine große Hilfe, Freund. Hier nehmt den ersten Teil des Satzes, den ich euch versprochen hatte. Eine Haube, die göttliche Runen trägt. Jo. Ist das Purpursand? Vier Handvoll, wie ihr es wolltet. Oh, mein Herz springt vor Freude. Darf ich ihn haben, Freund? Ich habe keine Verwendung dafür. Nehmt. Oh, dank den Ahnen. Bald bin ich gerettet. Hier für eure treuen Dienste die Beinkleider des Satzes. Passen sie nicht wunderbar zu der Haube? Ja, und das Letzte? Sag nur, ihr habt Nachtschatten gefunden. Oh, bitte gebt ihn mir, edler Freund. Dann bin ich der glücklichste Mann auf dieser Welt. Natürlich. Hier, vier Stücke Nachtschattenseide. Ihr seid ein Held. Endlich kann Barbadar wieder Waren liefern. Mein Leben ist gerettet. Hier als letzten Teil des Satzes sollt ihr nun das Gewand erhalten. Mögen seine göttlichen Runen euch schützen. Immerhin sind es ja auch eure Götter. Danke. Viel Glück mit eurem Handel, Barbadar. Lebt wohl. Gut. Schönen Batzen Erfahrungspunkte erhalten. Sind sehr viel Zeug losgeworden. Wir können uns jetzt doch mal hier göttliche Runen. Ist gar nicht mal so schlecht, das Set. Bringt uns selber nur leider nicht so viel. So, dann gehen wir mal zu unseren Runenhändlern, wenn ich sie auf Anhieb finde. Gab hier ja zwei Stück. Können aber auch Zauber mal verkaufen. Zauber vor allem Ding mal sortieren. So, damit wäre Barbara da schon mal. Abgehackt. Das ist auch nice, das Teil. Und ja, ich kann mir nie merken, welcher Händler du verkaufst. Also nimm bitte die beiden und dann gucken wir mal, was hast denn du so? Ja, du hast leider nichts Besonderes. Oh, ich hätte die Hexerrune, die ich benutzen könnte, jetzt mittlerweile. Ja. Stufe 29, So, Schild. Ja, genau, ein Drachenschuppenpanzer. Nee. Eher das hier. Interessant, was ich hier so alles anziehen könnte. Noch was von Tiaras Kraft. Und der Ring noch?
Hey, cool, ich habe mal das Set hier zusammengekriegt. Altherz. Siegel der Ewigkeit. Gar nicht mal so schlecht, aber ich brauche was, was... Genau, Magiemeisterschaft. Gut, dann brauche ich mal den anderen Runenhändler hier drüben. Irgendwo war der. Das wollte ich nicht. Ah, du verkaufst Elementarmagie. Dann kannst du den Zauber haben. Du verkaufst leider keine Runen. Das sind die Kaufmänner, die würde ich in Ruhe lassen. Und schon bin ich irgendwie wieder auf Seite 6. Ich kapier's nicht. Ah, du hast Runen, aber die können wir nicht benutzen. Doch, können wir. Voraussetzungsstufe 36. Stufe 37, 38, ja. Also den Krieger sollten wir uns dann auf jeden Fall mal holen dann. Die können wir verkaufen, auch wenn es gemein klingt. Na, also, immer noch Seite 6. Willst du mich veralbern? Warum ist das Zauberbuch auf Seite 6 immer? Das ist auch irgend so ein komischer Bug, habe ich das Gefühl. Gut. Hätte ich genug Geld jetzt? Ja. Zirkusviertel. Und ja, die andere Sache ist Gladiatorentraining. Ja, ich könnte das nächste Gladiatorentraining noch machen. Dann kümmern wir uns erstmal darum, ums Gladiatorentraining. Was gibt es sonst? Ihr wart Ausbilder? Könnt ihr auch mir etwas beibringen? Ihr seht mir so aus, als wärt ihr langsam bereit für eine zweite Lektion. Treffen wir uns in der Arena. Gut. Dann erst einmal Usakan verhauen. Naja, den Ifrit befreien wird noch eine Weile dauern. In der Zeit dann auch schön die Aria-Kristalle sammeln und alles. Und ja, die Stadt der Seelen können wir, glaube ich, sollten wir, glaube ich, auch erst dann machen, wenn wir das mit der Dryade fertig haben. Also die Samen gepflanzt haben, weil da müssen wir ja auch in der Stadt der Seen einpflanzen. Bereit? Ja, lasst uns beginnen. Zurück mit euch! Zurück mit euch! Kämpft! Ja, benutzen wir. Zurück mit euch! Unser Kriegsschrei. Zeit zu sterben! Zurück mit euch! Kämpft! Ja, das Problem ist es teilweise, Usakan zu treffen.
Zurück mit euch! Nebenbei, wie sieht's eigentlich mit meinem hier aus? Ah ja, dieses Zeit Level zu auch. Sterben! Zurück mit euch! Gut für heute. Kämpft! Zurück mit euch! So, jetzt ist er. So, genug für heute. Ihr habt gut aufgepasst. Nicht alle meine Schüler haben so schnell gelernt. Deine Verteidigung ist besser geworden, aber du bist immer noch zu langsam. Doch mit nur ein paar Tagen mehr Übung bist du bereit für die nächste Lektion. Danke, Freund. Wir sehen uns wieder. Achtung! Tschüss, Osakan. Ich hoffe mal, er ist jetzt nicht verbuggt und bleibt da in der Mitte stehen. Nein. Er geht auch selber wieder. Gut. Dann gehen wir mal zur Bank von dem Pyria. Je früher wir so einen Schatzbrief nämlich haben, desto mehr ist er am Ende wert. Wenn ich das Geld eigentlich bräuchte, irgendwann um Runen zu kaufen. Ah, das sehen wir dann ja. Wie viel ist der Adamant zurzeit wert? 527, 528. Ach, verflixt, schon wieder verzählt. Was ist? Ich hoffe, ihr wollt etwas Adamantinum kaufen. Der Preis für einen Adamantinum-Barren. Nö. Ist runtergegangen, also gut, dass wir es das letzte Mal verkauft haben gleich. Ah, ein vertrautes Gesicht. Guten Tag. Ich möchte einen Schatzbrief kaufen. Sehr gern. Bitteschön. Wie viel ist mein Schatzbrief inzwischen wert? Es ist noch kein Zins fällig geworden. Euer Schatzbrief ist... Gut. Ja, wir haben nicht mehr viel Geld, aber wir können auch wieder Geld machen, indem wir Zeug verkaufen aus unserer Rüstkammer. Und später Zauber und so weiter. Und den Schatzbrief werden wir dann verkaufen, wenn wir mal das Kolosseum der Götter machen. Oder einfach, wenn wir Geld brauchen. Wobei Geld jetzt nicht unbedingt so das Problem ist. Wir kommen auch an Geld später, wenn wir die HD-Puppen verkaufen, die wir nicht mehr brauchen. So, Portal zum Rabenpass ist es nun. So, ist hier noch irgendwas, was wir übersehen haben könnten? Sieht nicht so wirklich danach aus. Sind das Blätter? Ja, das sind Blätter, oder? Ja, das sind Blätter. Ich dachte schon, da liegen Knochen im Wasser. Das wäre wieder makaber gewesen. Bario wird uns nichts mehr zu sagen haben, denke ich mal. Wir sind übrigens auch bald Level 37, das heißt, wir können dann die schwere Kriegskunst wieder eins erhöhen. Können da den Trollspalter endlich ausrüsten. Endlich mal eine stärkere Waffe, auch wenn sie langsamer ist.
aber um einiges mehr Damage macht, weil der Max-Min-Schaden der Max-Schaden von der aktuellen Waffe ist. Ah, mögen eure Wege mit Gold bedeckt sein und eure Taten mit Ruhm vergolten werden. Gut, der hat nichts mehr zu sagen. Das heißt, ab in den Rabenpass.